Hey ho, meine Lieben, zurzeit geht's hier wirklich drunter und drüber. Unten im Haus muss ich Toranlage, Hoftoranlage installieren mit Gartenzaun und. Hier bei mir hinten noch ein bisschen aufräumen. Ja, da kommen halt mal wieder die Grillvideos etwas kürzer, aber damit ihr mich nicht ganz vergessen tut, mache ich halt immer wieder so Kleinigkeiten. Heute Mittag hätte ich fast ein Küchenvideo gemacht. Im Endeffekt wäre es eigentlich ein ganz leckeres gewesen. Ich habe Resteverwertung gemacht, Würstchen klein geschnitten, schön kross angebraten, Haufen Gartenkräuter dazu, dann Nudeln dazu, ein bisschen Gemüse, ja, und dann am Schluss noch ein paar Eier drüber. Also es war eine richtig leckere Pfanne, die wir komplett aufgegessen haben. Und ja, das war ein Haufen, deswegen haben wir jetzt am Abend auch nicht den großen Hunger, was den Gefrierschrankfund zugute kommt. Ja, Schatzi hat hier noch dieses Steak oder Schnitzelteil gefunden. Ich denke, das war noch der Abschnitt von dem Schinkenbraten und den werde ich jetzt schön flach klopfen und dann machen wir den auf dem Opti-Grill. Tja, ein Schinkensteak auf dem Opti-Grill, ach, irgendwie so nennen wir das Video, und dazu haben wir noch einen restlichen Kartoffelsalat und das reicht uns für heute Abend. Naja, gehen wir rüber, legen wir los, werden wir groß und satt. So, da haben wir die Gerätschaft, hier übrigens noch der restliche Kartoffelsalat und ich denke, wir werden davon heute schon satt werden. Das muss einfach reichen, mehr gibt es heute nicht mehr. Und das Teil klopfe ich mir jetzt erstmal schön platt. Das Fettgedönse hier lasse ich dran. Das kann man sich hinterher immer noch wegschnibbeln, wenn man es nicht mag. Und wenn ich mich so recht erinnere, war das letzte Teil, wo ja auch ein Gefrierschrankfundus war, auch von dem Schinkenbraten. Das war das einzelne Teil und das war das Zwischenteil. So muss es gewesen sein. Ganz bestimmt war das so. Also ich gucke jetzt, dass ich eine gleichmäßige Stärke erreiche. Muss heute gut sein. Rapgewürz könnt ihr jetzt nehmen, was ihr wollt. Ich habe hier jetzt noch das Sauerei stehen und das nehme ich jetzt dazu einfach gleich einmal her. Dann brauche ich nämlich nicht extra nach Gewürzen springen. Wieso ist das heute so verklumpt? Naja, wir reiben es eh ein. Jetzt muss ich dann erst einmal gucken, ob ich das überhaupt so auf dem Opti-Grill drauf bringe oder ob das zu groß ist, weil da müsste ich es noch klein schneiden. Ja, das können wir ja ganz einfach gleich gucken, indem ich mir hier die untere Pfanne nehme. Ja gut, kriegen wir gerade so drauf. Den Lümmel habe ich auch schon lange nicht mehr in Betrieb gehabt. Den machen wir jetzt einfach auf Steak. Scharf anbraten ein. Und wir gucken dann halt einfach rein. So einfach machen wir das heute. Da machen wir jetzt gar keine Spirenzchen. Jetzt lassen wir es aufheizen. Und dann lege ich das Teil drauf. Tja, nach einer Wartezeit, die wahrscheinlich länger ist als die ganze Grillzeit, können wir unseren Yoshi hier drauf donnern. Ja, geh. Hilfe, Hilfe. Geh jetzt runter hier. Ja. Jo, und er passt wunderbar hier drauf.
Deckel zu. Dicke wird berechnet. Und dann halt nur noch warten, bis fertig. Ja, und dann wären wir auch gleich schon wieder fertig. Schauen wir mal rein. Oh ja, oh ja. Das sieht mal richtig geil aus. Warten wir noch ein paar Sekunden. Also ganz so lange, wie drauf steht, werden wir jetzt nicht warten müssen. 10 Sekunden warten wir noch maximal. So, eins. Jawohl. So. Und dann schneiden wir es gleich einmal an und gucken, ob es durch ist. Ansonsten muss ich es nochmal drauflegen. So, und jetzt muss ich überlegen, wie teile ich uns das? So. Einen ganz kleinen Augenblick brauchst du noch. Also warten wir doch noch die Minute ab, aber in der Zwischenzeit kann ich schon mal den Kartoffelsalat verteilen hier. Somit haben wir dann auch unsere Reste alle weggefuttert. Lecker. So Leute, jetzt sieht das Ganze besser aus und wir können essen. Einfach schnell was zum Essen gemacht. Yippie! Jo Leute, und dann wollen wir mal gucken, wie das Schweinsvieh hier schmeckt. Lecker. Mhm. Einfach und lecker. Ja, war halt jetzt bloß ein kleines Opti-Grill-Video. Auf die Schnelle was zum Essen. Leute, wenn ich wieder mehr Zeit habe, mache ich auch wieder was. Vielleicht sogar am Dienstag. Und gucken wir mal. Dann sehen wir schon. Schatzi, hast du schon was überlegt für Dienstag? Ja. Ich kann den Winzertopf. Schon wieder? Leute, soll ich am Dienstag schon wieder einen Winzertopf machen? Oder habt ihr eine andere Idee für einen großen Topf für viele Leute? Schauen wir mal. Vielleicht kommen ja schöne Ideen. Vielleicht auch ein Rezept, wo man nachlesen kann. Auf alle Fälle muss ich da einen etwas größeren Topf machen, der richtig, richtig geil und lecker schmeckt. Schauen wir mal. Vielleicht kommt dir noch was Schönes. Okay, ich esse jetzt und danach bearbeite ich das Video, damit ihr das heute noch anschauen könnt. Was ist heute? Sonntagabend. Also, Tschaikowski.